Dicke Linie. Ein Hilfsmittel, was eigentlich relativ einfach zu verstehen ist. Damit kann ich einfach nur Linienstärken jetzt sichtbar machen am Bildschirm. Ich verwende es ganz gern, wenn ich hier was zeigen will, damit das einfach dicker dargestellt ist. In der Praxis ist es oft so, dass Sie einfach schauen wollen, welche Linie ist jetzt dicker, welche dünner. Normalerweise, wenn Sie das ausschalten, sind alle Linien gleich. Und um einfach ein Gefühl zu bekommen, was ist jetzt dicker, was wird dicker dargestellt und was wird dünner dargestellt, kann man das hier aktivieren. Und dann je nachdem, wie Sie die Linienstärken zugeordnet haben, entweder hier, dass es vom Layer kommt, Sie können es über die Layer einstellen, man kann es über die Blöcke einstellen, man kann es individuell einstellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier die Linie anklicken und hier sagen, das ist im Prinzip ein bisschen dünner. Und dann sehe ich im Prinzip hier, dass diese Linie dünner ist als diese hier unten, weil diese hat die Linienstärke 0,6 und diese hat die Linienstärke 0,53. Wichtig ist, Sie dürfen das nicht verwechseln, das wird jetzt nicht in dieser Form gedruckt, weil man muss im Hinterkopf behalten, dass natürlich so ein Bildschirm eine andere Auflösung hat als ein Drucker, sodass diese Linienstärke jetzt in dieser Form nicht gedruckt werden. Auf dem Drucker ist es alles noch ein bisschen feiner, als auf dem Bildschirm dargestellt wird, weil die Bildschirmauflösung ist relativ grob, 96 dpi im Vergleich zu ca. 300 dpi, die dann eigentlich ein Drucker fährt oder so. Aber um eine Relation zu bekommen, was ist dicker, was ist dünner, ist das im Prinzip ganz praktisch.